das ist schräg. Hey! Leute, kommt schon! Hallo? Sam? Oh Gott! Nur du entscheidest. Hallo? Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte! Teufel! Ah, nein! Emily! Lass los! Weg! Okay, wie ist denn der Mike hierher gekommen? So, Welt darüber. Zum Glück hat der Stuhl Rollen. Ansonsten wird es nicht so gut funktionieren. Autsch, das tut weh. Los, los, los! Okay. Na dann, einmal hier an den Füßen. Na komm. Okay, ich muss noch selber hinhalten. Oh Mann, waren die Dinger fest. Oh mein Gott, sei Dank bist du hier. Okay, geht's dir gut? Naja. Mein Gott, deine Finger, Mike! Ja, und dabei habe ich noch Glück. Scheiße, was ist passiert? Ein verdammter Irrer läuft hier oben rum. Er will uns alle kalt machen. Von dem du sprichst. Er hat mich angegriffen. Er hat mir auch Videos gezeigt. In einem davon wurde Josh ermordet. Er wurde zerfetzt von diesem riesigen Scheiß-Sägeblatt. Verdammte Scheiße. Was für ein kranker Scheißfilm ist das denn hier? Hier ist eine Tür. Sie geht nicht auf. Kannst du sie von da aufmachen? Okay, ich probier's mal. Wieso hängt eigentlich auch mein Rucksack hier rum? Schauen wir noch kurz, was haben wir sonst hier? Eine Kamera. Sollen wir mal einen Blick wagen? Ja, wir können noch nicht mal genau hinschauen. Irgendwas hat er gefilmt oder wollte er filmen? Okay, aber hier drüben haben wir nichts mehr. Dann gehen wir mal zum Rucksack hin. Ja, sieht auch super aus im Badehandtuch und Rucksack. Okay, wir haben hier eine Türe, aber ist doch die falsche. Eigentlich ist doch hier der Mike. So, einmal das Brett hier anheben. Tja, also ein Handtuch ist doch nicht das beste Outfit, um Psychokiller zu bekämpfen, weißt du? Würdest du mal, Mike? Ja, klar doch. Nein, bloß nicht schauen, Mike. Okay, fertig. Bringen wir es hinter uns. Allerdings. Was war das? Ist das Wein? Okay, was genau war das gerade?
Chris. Was zum Teufel? Du weißt, was Platzpatronen sind. Ich meine echt jetzt. Ja, ich bin gerade ganz schön verwirrt. Nicht, weil ich hier rumhänge und die Emily noch lebt, sondern warum der Josh mit der komischen Maske hier rumrennt. Das finde ich etwas seltsam. Oh nein, aber irgendwas ist doch hier in den Minen noch unten. Puh, wieder ganz schön knapp. Einmal spannend gemacht. Okay. Alles ganz easy. Shit. Ja, vor 600 Mäuse. Die hat aber Geld. Okay, und wo dürfen wir jetzt hin? Stoßen wir jetzt auf Matt? Fände ich jetzt eigentlich nicht so toll. Der hängt ja eine Runde ab. Und das hört sich ganz sicher nicht an wie Ratten. Wo zur Hölle gehen wir hin? Hier oben hat was geblinkt. Ah, da müssen wir, glaube ich, eh weiter. Ich schau mal kurz. Okay, haben wir so eine Lore. Können wir mit der rausfahren oder so? Oder ich weiß nicht. Vor allem, wieso? Immer, wenn irgendwas passiert, landet man in der Mine, komischerweise. Wir waren ja schon mit Jessica und Mike hier unten. Jetzt hier mit der Emily. Und wir gehen immer weiter nach unten. Wollten wir eigentlich nicht hier rausgehen? Oh nee, jetzt laufe ich hier zu den Schienen und dann kommt wohl hier die Lore und wir dürfen einmal ausweichen. Ich lauf mal lieber Leben an. Ich weiß nicht, ich traue der Sache nicht so ganz. Ja, wir müssen hier irgendwas machen. Aber bevor es hier weitergeht. Was haben wir in der Truhe? Ja, Bergarbeiterfoto. Hier sieht man ein paar von den Leuten. So, und was steht hier? Die Sprengtruppe. Vorbereitung zum Sprengen der neuen Schächte. Northwest Mine, Dezember 51. Okay, gibt's hier oben noch was? Was sind das für komische Geräusche? Ja, aber hier sieht's aus, als wurde hier wohl gesprengt. Das heißt, wir können wohl nur an die Lore mal gehen und dann mal schauen. Ich denke, wir müssen die lösen und dann
Mach das unten die Türe kaputt, dann kommen wir da weiter. Aber dann geht's wieder weiter nach unten. Ja, ich wollte doch nach oben. So, wieso nicht gleich reinsitzen? Okay, hier haben wir einen Aufzug. War nicht mit der Jessica irgendwas auch an dem Aufzug? Da war doch mal was. Nicht, dass wir noch hier auf die stoßen, tot oder lebendig. Man weiß es ja nicht so ganz genau. So, was haben wir denn hier? Das wieder mit der Stechuhr. Aber hier sieht es relativ leer aus. Obwohl, da drüben sieht es voll aus. In... Irgendwie ist das durchgestrichen, das In-Out 36. Hm. Alter, feuerspuckende Fledermäuse? So, aber eine große Fledermaus. Okay, was zur Hölle soll das gewesen sein? Wie gesagt, Feuer und Emily, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Okay, wir müssen wohl einmal da hoch. Da war ein Schalter. Oh, wie kommt man denn da hoch? Ja, da oben blinkt es auch schon. Oh, wie komme ich da hin? Ah, immer hier die Leiter. Haben wir da hinten irgendwas? Alter, wie weit geht es denn da hinten? Hier ist wieder weiter abgesperrt oder zusammengebrochen. Wir hatten ja mal die Karte auch. Das ist alles so ein bisschen gefährdet vom Einsturz. Deshalb sollte man da auch ein bisschen Acht geben.